Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 5.6.2020. Ich war heute bei Claudia. Es war richtig schön. Sie hat für mich gekocht. Und dann haben wir gegessen und sind draußen gesessen. Sie hat für mich Gitarre gespielt. Wir haben uns unterhalten und auch über die Stunden gesprochen und über einen neuen Arbeitgeber und so weiter. Das war richtig schön. Und das werden wir in Zukunft öfter machen, dass wir einfach zu ihr fahren. Das Wetter war leider erst am späten Nachmittag schöner, als wir dann schon am Heimweg waren. Deswegen konnten wir nicht spazieren gehen. Weil es die ganze Zeit dran genieselt hat und der Wind ziemlich gegangen ist. Und wir wollten zwar spazieren gehen, aber es ist einfach dann nicht gegangen. Und als wir im Heimweg waren, hat dann nochmal die Sonne rausgeschaut und wir haben raus noch eine geraucht und jetzt ist es relativ warm und regnet nicht. Aber jetzt liege ich schon im Bett. Und es ist schade, dass es den ganzen Tag so trübe war und regnerisch und kalt. Und leider erst am Abend so richtig schön geworden ist. Aber was soll man machen? Das werden wir beim nächsten Mal nachholen, das Spazierengehen. Und es war ein richtig schöner Tag, das Essen war gut. Sie hat so eine Gemüsepfanne gemacht mit Tomatensauce und Couscous. Couscous ist etwas, was ich nicht so mag, aber zum Probieren war's. Und sonst war das Essen recht gut. Und also das Ganze mit Reis hätte mir noch besser geschmeckt. Aber es war gut und man wurde satt davon und ja, sie kann eigentlich gut kochen. Bin ich drauf gekommen. Obwohl sie auch sagt, ihre Kinder haben früher Gemüse gegessen und jetzt im pubertierenden Alter und auch der Kleinere essen sie kein Gemüse mehr und deswegen kann sie selten sowas kochen. Aber es war richtig lecker und der Tag war richtig schön und ich möchte das so bald wie möglich wiederholen. Ich habe es zwar nicht so lange ausgehalten, weil ich ziemlich Kreuzweh hatte vom Rollstuhl. Aber das ist halt der Nachteil, wenn ich mit dem Transportrolli unterwegs bin, dass ich dann nicht gut sitze und es nicht so lange aushalte. Und also ich muss mich jetzt erst wieder daran gewöhnen, dass ich da länger drin sitze. Und sonst war meine Stimmung tagsüber relativ gut. Ich war nur sehr müde. Ich bin heute auch wieder schwerer wach geworden. Es hat fast bis um 10:30 gedauert, bis ich ganz wach war. Und um 11 hat sie mich schon abgeholt. Und nach dem Essen war dann nochmal so ein Müdigkeitseinbruch, der ziemlich anstrengend war, auch durch das Sitzen und so. Und das war halt mühsam, aber trotzdem war der Tag schön. Oh, aber meine Stimmung, ja, die war durchweg ganz positiv und es waren interessante Gespräche und
Ich war gut abgelenkt. Ich habe mir noch hin und wieder ein bisschen Gedanken gemacht. Was ist, wenn ich aufs Klo muss oder so? Aber ich glaube auch, die Situation hätten wir gut gemeistert. Es ist nicht dazu gekommen, aber darüber bin ich ganz froh, aber ich glaube auch, das hätten wir gemeistert und wir hatten ja alles mit, was notwendig ist. Mein Zuckerzeug und was zu trinken und Handschuhe und ja, alles Mögliche. Und von daher hat der Tag ganz gut funktioniert. Und meine Stimmung war zu keiner Zeit irgendwie negativ oder so. Ich war nur sehr müde. Bin es jetzt auch wieder. Und jetzt bei der Albtraining ist diesmal wirklich, also heute wirklich, weil gestern bin ich auch, habe ich auch erst um 10:30 abgedreht. Und das hat sich heute gerecht. Aber ja, kann passieren, dass ich gestern so ausgeschwiffen bin, was das Influencer-Dasein angeht. Tut mir leid, es ist ja Isabos Entscheidung, ob sie Kanalmitgliedschaften anbietet oder nicht. Und dann ist es nochmal jeden User seine eigene Entscheidung, ob er daran teilnimmt. Und ich habe das nicht zu beurteilen, aber es hat mich halt beschäftigt. Und ich finde es bei manchen halt nicht so positiv. Das wollte ich nur zum Ausdruck bringen. Aber dabei keinerlei, also nicht wirklich Isabeau kritisieren, weil ich eigentlich relativ beeindruckt bin von dem, was sie macht. Und wie kann man das sagen? Nicht stolz, ich kenne sie ja nicht, aber schon, mich da reinversetzen kann, wenn man einige Kinder hat und ich bin auch in einer Großfamilie aufgewachsen. Und wenn sich immer wieder Schicksalsschläge ergeben, wie der Umzug, was nichts Negatives zu bedeuten hat, aber wenn sich immer wieder das Schicksal ändert und man sich daran anpassen muss. Und ja, das finde ich schon beeindruckend. Und da wollte ich sie auch nicht kritisieren. Das kann jeder sehen, wie er will, aber ja, ich möchte das heute nicht so ausschweifend kommunizieren. Ich möchte über meine Empfindungen reden. Und ich glaube, mir hat Kerstin gerade geschrieben. Sonst hätte ich hier jetzt dann geschrieben. Ja. Wie gesagt. Es war ein ganz positiver Tag und den möchte ich so in Erinnerung behalten und meine Stimmung war auch entsprechend gut und mich hat gewundert, dass mich die Ängste dann eigentlich nicht so im Griff hatten, weil ich ja doch oft Angst habe wegen verschiedenen Dingen und ich konnte das Ganze aber ziemlich locker nehmen. Und das freut mich. Und es ist eindeutig ein Fortschritt zu früher, weil ich mir früher noch mehr Gedanken gemacht hätte. Und da hat auch das Gespräch mit Christoph seinen Teil dazu beigetragen. Aber naja.
Sonst gibt's nicht viel Neues. Morgen kommt auch wieder Claudia. Morgen hat Anke Geburtstag. Ich habe auch schon zwei Geschenke für sie. Und ich stecke irgendwie ein bisschen in der Zwickmühle. Mir wurde, also ich habe bei Kleiderkreisel Schuhe gekauft. Oder besser gesagt, wollte sie kaufen. Hab dann gesehen, dass dieser Einsteller schon über 3 Jahre nicht mehr online war und habe daher mein Gebot zurückgezogen, weil ich mir gedacht habe, die oder der sieht das sowieso nicht mehr. Und dann wurde mir das Geld abgebucht, an den Tag nach Rückzug des Angebotes. Und jetzt warte ich schon seit Tagen, dass ich das Geld zurückbekomme, weil ich nur noch ganz wenig Geld am Konto habe. Und meine Rechnungen begleichen muss. Und das bringt mich in eine Zwickmühle, weil die nicht weiter tun und da anscheinend ein Missverständnis entstanden ist, weil ich gleichzeitig etwas bestellt habe, was teurer war. Da wurde mir aber die gesamte Summe abgebucht. Und wenn da die 92 Euro für die Schuhe abgebucht wurden und ich die nicht zurückbekomme, dann wurde mir für das andere Teil zu viel abgebucht. Und wenn das bis Montag nicht zurück ist, dann muss ich meinem Vater sagen, dass er Kontakt mit Bepol aufnehmen soll, damit ich das Geld zurückbekomme. Und das macht mir ein bisschen Gedanken. Aber es wird sich schon irgendwie lösen lassen. Und mehr habe ich dann eigentlich auch nicht heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, wann immer ihr das Video seht. Ciao, eure Ines, bis zum nächsten Mal.